So, dumme kleine Menschheit, der große, kluge Weltführer eiert mal wieder hier durch ein Thema. Und zwar Eiern. Ja, ich eiere. Das ist wirklich... Ich habe ja, eigentlich bin ich auf dem Standpunkt, dass ich jetzt schon nur noch, ich habe ja oft gesagt, ich tue ja diese kriminalistischen Sachen, das ist ja nur praktisch die Profilierungsebene. Und letzten Endes geht es darum, dass ich auf der Ebene der Weltpolitik die Menschheit beglücken möchte, als großer Weltführer. Und aber natürlich nicht aus egoistischen Gründen, sondern weil ihr Menschheit seid ein dummer Sauhaufen und ihr braucht die Babysitterkratie. Ihr braucht die Babysitterkratie und wer das jetzt nicht weiß, weiß nie, wo sollst du genau einsteigen, was kannst du voraussetzen und oder kommt da jetzt irgend so ein Neuer, der hat von nix eine Ahnung. Muss ich halt googeln nach der Babysitterkratie. Da habe ich es zum ersten Mal erwähnt. Ich habe das aber dann später viele Male irgendwie noch präzisiert und so. Was ist jetzt da? Lade das jetzt langsam. Also, die Babysitterkratie für Nationen, die mal groß und stark werden sollen. Also, es gibt in der Bibel einen in der biblischen Prophetie gibt es eine Ankündigung, dass die also mal eine gute Herrsch also es gibt mal der also später kommt man eigentlich mal in den Himmel, dann war also die einen eben, die anderen nicht. Aber für die Zukunft auf der Erde ist viel Schlechtes vorhergesagt. Schlimme Verfolgungszeiten durch die bösen Idioten. Eben auch mal was Gutes. Und diese Zeit, wo es etwas Gutes geben wird, wird jemand die Völker weiden mit eisernem Stab. Ich habe das in vielen Videos dann im Detail erklärt, aber jetzt will ich nur kurz, die Nationen, dass ich das, was ich hier mache, da ist vieles drin, was weit das übersteigt, was ihr kapiert habt, wenn ihr meine Website geschaut habt, beziehungsweise auch was ich explizit irgendwie erklärt habe. Vieles gibt's als Andeutungen und so auch, sage ich mal, so eine tolle Aussage, wie der Knabe, auf den die Welt gewartet hat. Und so Sachen. Und eben das mit der Babysitterkratie und so weiter. Da sind viele satirische Anspielungen. Aber, ich sag mal so, mit dem christlichen Glauben und der Bibel, das ist natürlich, da muss man aufpassen, da mache ich jetzt keine. Das ist nichts, wo man jetzt so mir nichts, dir nichts, da viele Witzchen machen sollte. Aber ja, also es ist auch nicht, dass ich jetzt wirklich etwas für mich reklamiere und dann hier nur durch die Blume etwas so andeute und das alles ernst meine und auf mich beziehe. Es ist aber auch so, dass ich's auch nicht ausschließe, dass da neben dem, was ich so satirisch da lustig daher bringe, dass das also
ein Tiefgang hat es auf jeden Fall, also in manche Bereiche, aber was dann auch noch auf mich selber gemünzt ist und mir dann auch noch eine tolle Position zuweisen würde, das ist, also sage ich immer wieder, nur dass es klar ist. Also ich spiele mit Satire, ich mache vieles, aber es ist nicht so, dass ich unterm Strich sicher wäre, dass das alles real ist und ich der große Prophet und so weiter. Nee, das ist ja alles ein bisschen komplex. Ich weiß selber, ich lasse es offen, ich weiß selber nicht, was hier in der Realität rauskommt, aber ja, diese Sache mit der Babysitterkratie, und wenn ich hier geschrieben habe, vor langer Zeit schon geschrieben habe, Babysitterkratie für Nationen, die mal groß und stark werden wollen, dann steht da ganz weit im Hintergrund die Überzeugung, ja, es wird auf Erden eine Situation geben, wo jemand die Völker weiden wird. Völker weiden, versteht ihr? Da geht's um die Menschheit. Da geht's, das ist wirklich, ja gut, manche Leute denken dann gleich, ja, damit ist Jesus gemeint und so weiter. Ja, ich schaue gar nicht falsch, weil es gibt eine Zeit, das tausendjährige Reich, da wird das praktisch, da heißt in der Bibel ganz klar, da werden die Christen die Erde regieren. Der Teufel wird praktisch, da heißt, er wird gebunden, der Teufel wird ins Gefängnis geworfen, dass er die Leute nicht so verführen kann. Und dann werden die Christen mit Christus zusammen den Planet regieren. Und ja, auch das ist eine Zeit, wo man sagen kann, da werden die Völker der Erde geweidet, also zu ihrem Wohl. Sie brauchen Orientierung, sie brauchen Führung, sie brauchen wie Schafe ihren Hirten und so weiter. Und so passt es auf die Zeit des tausendjährigen Reichs, ja. Und dann habe ich schon öfters gesagt, denke ich jedoch, dass das auch noch, eine neue Zeit, die dann im Ende letztlich dazu darin gipfelt, dass es im tausendjährigen Reich die Christen und Christus die Welt regieren, die wird beginnen, nach meiner Überzeugung, wenn wir stehen jetzt vor Jesu zweitem Kommen, also nicht jetzt wenige Tage, aber auch nicht Jahrzehnte, sondern so, ich denke, in ein paar Jahren. Aber dieser Zeit geht eine Zeit voraus, so nach meiner Überzeugung, so wie bei als Jesu erstem Kommen, als Johannes der Täufer praktisch Jesu, bevor Jesu aufgetreten ist, ist der Johannes der Täufer aufgetreten. Und sowas Ähnliches wird es auch nach meiner Überzeugung, so deute ich die Bibelstelle, das habe ich in der Vergangenheit mehrfach erklärt, wird es auch bei Jesu zweitem Kommen geben. Und da wird zum ersten Mal, und da wird es aber nach meiner Überzeugung einen Menschen betreffen, diese Aussage, die Völker weiden mit eisernem Stab. Und ja, und das ist etwas, das ist die Frage, inwieweit man damit praktisch Witzchen machen darf. Das ist ja nicht als abwertendes Witzchen gemeint, sondern, also auf meiner Website
bringe ich ja zum Ausdruck, dass diese Menschheit intellektuell sehr oft auf dem Schlauch steht und dass sie intellektuelle Führung braucht. Und die, denke ich, die kann ich den Idioten auch geben. Von daher, es ist, die Sache mit Babysitterkratie ist ja eine Abwandlung. Es ist ja eine Abwandlung. Ich tue ja jetzt nicht, ich bleibe ja damit, mit dieser Abwandlung, ich sage ich mal, in einem respektvollen Abstand zu dem, was jetzt die Bibel jetzt da sagt. Aber ich sage, ja, lassen wir mal, wenn man auch das, was über was die Bibel konkret redet, mal weglässt, und rein den Zustand der Menschheit heute anschaut, dann seid ihr solche Idioten. Also ich, wie gesagt, was ihr im Namen der dieses Genderblödsinns macht mit den Penisträgerinnen und all dem Irrsinn, aber nicht nur lachhafter Blödsinn, sondern geisteskranker und zerstörerischer, menschheitszerstörerischer, kindervernichtender, Kinderseelen zerstörender Irrsinn. Und ihr macht die Welt kaputt, was ihr im Irrsinn mit eurem CO2-Wahn, den man euch eingeredet hat, ihr seid geisteskranke, gemeingefährliche Vollidioten, ihr braucht eine Babysitterkratie. Und ich denke, ich hab's auf zulässige Weise hier ein bisschen einfach, ihr habt hier was formuliert, was ihr braucht, ohne christlichen, geistlichen Hintergrund, seid ihr einfach in den Irrsinn abgerutschte Idiotenmenschheit. Ihr seid dümmer als Tiere, ihr seid dümmer als Babys, ihr braucht eine Babysitterkratie, sage ich mal. Also das ist zulässig, das sozusagen, dass das Ganze aber auch noch einen potenziellen, ganz besonderen Tiefgang entwickeln kann, weil es eben auch noch so viel Parallelen geben würde dann zu dem, was die Bibel redet. Das ist halt jetzt so, und jetzt versuchen wir halt, das ist jetzt halt einfach der Hintergrund. Wenn Gott meint, ich mache unzulässige Witzchen, dann soll er halt, dann macht er mit mir, was er denkt. Und also ich meine es nicht jetzt gotteslästerlich, sondern ich denke, dass so wie sich das entwickelt hat, habe ich ein gutes, oder wie das Ganze sich darstellt, wie ich das Ganze aufgezogen habe, was ich gesagt habe und so weiter. Ich habe ein gutes Gewissen. So, also, das wieder eine lange Einleitung. Mensch, hat doch mit dem Thema nichts zu tun. Aber hat schon mit dem Thema zu tun, aber wenn jetzt jemand, ich weiß noch nicht genau, was ich als Titel nehme, aber es hat mit, ich näher mich dem Ganzen über den Fall Lina. Also der Auslöser für das mit der Lina, für dieses Video ist das mit der Lina, aber dann kommt also die neue Meldung der Staatsanwaltschaft, aber dann kommt jetzt noch alles Mögliche mit rein. Und dann habe ich eben gesagt, eigentlich, wie gesagt, ich denke ja, die jetzt kommt eine Zeit mit Weltkatastrophen und auf politischem Gebiet dieses und jenes, und das ist alles sowieso nur ein Sprungbrett, und mein Ziel ist es ja tatsächlich die Babysitokratie. Schauen wir halt, wie weit wir da kommen. Aber ich denke, ihr braucht die Babysitokratie. Ihr seid so ein Sauhaufen und ihr braucht mich auf politischem Gebiet. Dass ich dann meine Biografie eben so viele
Themen bei Kriminalfällen aufweist. Das ist eben, ja, ich habe eben gesagt, da versuche ich mich zu beweisen und meinen Scharfsinn und so weiter, und das muss man halt schauen. Ich bin nicht unfällbar, und so wie meine Leistungen am Ende sind, das, und auch wo ich mal geirrt habe, und so wie es eben ist, so ist es eben. Und wenn mich das prädestiniert für eine politische oder auch sonst geistliche, es gibt ja Politiker, und dann gibt's die so fürs Tagesgeschäft sind, und da gibt's so Philosophen, die wo die Leute sich mehr so grundsätzliche Orientierung fürs Leben, oder also Philosophen, aber auch Religionsführer oder irgendwelche sowas. Ja, also bei mir ist alles geboten. Bei mir ist alles geboten. Hier kommt das größte Universalgenie, der größte Philosoph, der größte Dingsbums, alles. Also das, die Ansprüche, die habe ich, und jetzt schauen wir mal, was kann ich liefern, was ich, ja, schauen wir mal. So. Also, und vor diesem Hintergrund, vor diesem Gesamthintergrund, dass ich, wie gesagt, eigentlich denke, aber da eire ich ja auch rum, wenn ich sage, in ein paar Wochen rechne ich mit Weltkriegsgedonner und so, das sage ich ja auch schon länger. Und ich sage ja auch offen, ja, da eiere ich, und wie sich das Eiern letztlich auswirkt, ob man sagen muss, einer, der so, also ein Weltführer, der hätte das und das und das schon ganz unfällbar vor 2 Jahren voraussagen müssen oder so, oder was weiß ich. Also unfällbar bin ich nicht, und ja, also wenn jetzt jemand sagt, ja, weil du geeiert hast, weil du schon länger immer wieder sagst, wir stehen kurz davor, deshalb bist du nicht verlässlich oder was auch immer, schauen wir mal, wie sich das Ganze präsentiert, und seht ihr, ich habe kein Interesse, etwas zu gelten, was nicht der Realität entspricht. So, mein Problem mit dieser Idiotenmenschheit ist, dass da, wo ich nachweisbare Erfolge habe, die Idioten es nicht beachten. Zum Beispiel mit der Wiener Reichsbrücke und so weiter und vielem anderen. Aber mir geht es nicht darum, jetzt eine irgendwie zugunsten einer Karriere einen besonders guten Eindruck zu machen oder das, so wie es ich, so soll's gelten. Also, und also wie gesagt, momentan bin ich eigentlich gar nicht so drauf mit den Kriminalfällen jetzt da. Ich denke, ja, was soll's, auf der politischen Ebene, da müsste man die Leute überzeugen, da geht's um Millionen Leute und Millionen Tote potenziell, wenn was schief läuft. Aber jetzt, ob jetzt da in irgendeinem Kriminalfall ein einzelner Mörder gefangen wird oder so, sind ja sowieso trotzdem so viele, die dann nicht, die irgendwo davonkommen oder so, oder ja. Also von daher ist die Frage, was sich da überhaupt lohnt, da einen Aufwand reinstecken. Und so bin ich ja auch, wie gesagt, in letzter Zeit mehr beim politischen, weltanschaulichen, religiösen. Aber ich aber nicht nur. Und das mache ich dann so rein nach Gutdünken. Und jetzt sage ich eben was zum Fall Lina. Weil
unterm Strich habe ich den Anspruch, dieses Köpfchen ist für die ganze Menschheit auf Planet Erde unersetzlich. Da finden Sachen statt, die woanders nicht stattfinden. Wenn jetzt andere Leute sagen, das stimmt, sehen wir auch so, dann komme ich natürlich, sage bescheiden, ja, das ist der liebe Gott, der ist gnädig zu mir und so, dann tue ich das alles schon wieder ein bisschen so, dass es jetzt nicht jetzt der Ego und so weiter. Aber zuerst mal sage ich es mal, ja, so denke ich. Ich denke wirklich für diese gesamte Menschheit auf Planet Erde gibt es für mich keine Alternative. Natürlich ist es so, dass wenn ich jetzt Scheiße baue und Gott sagt, den werfen wir jetzt was weiß ich wohin, dann kann er natürlich kann er machen, was er will, kann er auch wenn das sind ja Sachen, ich war ja auch mal ein kleiner Hosenscheißer und bin hier rangewachsen, habe die und die Erfahrungen gemacht und so weiter. Es ist jetzt nicht, dass man das ja, also, und man redet ja auch von Begabungen, Sachen, die man bekommen hat, das hat einem jemand gegeben und so weiter. Also das muss man alles richtig einordnen. Aber auch wenn man das richtig einordnet, denke ich ja tatsächlich, auch wenn ich muss jetzt nicht selber alles genommen aus eigenem und sondern ich was als Begabung bekommen habe, aber der Status quo ist der. Das ist meine Feststellung. Ja, das kann ich ja irren, aber wenn ich mir die Welt ansehe, und das ist mir ganz wichtig, dass nicht Leute denken, ja, der kritisiert die und die politische Entwicklung, aber da gibt's hier noch die Person und die Gruppe und die Partei, die tun das ja auch und die sind viel viel redegewandter und die mich so als Mitläufer, so wie sie selber so Mitläufer sind vielleicht bei irgendeiner Partei, so denken sie so, so wäre ja ich in Wahrheit auch. Die mir also nicht so eine herausragende, exklusive Sonderstellung meiner Person zugestehen, sondern halt denken, ja, da gibt es Sachen, die kritisieren wir auch und die Partei und die machen es ja auch und wir sind ja so in ungefähr in einer ähnlichen politischen Richtung oder so. Aber nein, da muss man ganz klar unterscheiden. Es geht wirklich darum, bin ich wirklich als Einzelperson global auf die gesamte Planet und auf die gesamte Menschheit bezogen absolut einmalig. Gut, jeder Mensch ist in einer gewissen Weise einmalig, aber ich sag mal, es gibt aber viele Leute, die eben, was weiß ich, ob es jetzt wie in den USA, die eine sind mehr konservativ, so wieder, und das repräsentiert jetzt mehr der Trump, also mehr rechts. Und die anderen, heißt es dann in diesem Schema, und die anderen mehr links und so weiter. Also so wie die Republikaner und die Demokraten dort in den USA, aber auch sonst in den anderen Ländern eben so mehr rechts oder mehr links. Und dass ich jetzt nicht links bin, das haben die Leute schon gemerkt. Aber
Es gibt auch noch andere, die sagen, ja, dieses ganze links, rechts, links, das taugt nichts und so weiter. Aber letzten Endes, zum Beispiel so Familienwerte oder irgendwelche so Sachen, die gelten halt als rechts. Und ja, klar, das bezeichnen halt die Idioten so, aber ja, klar bin ich da mehr auf der Seite, sag ich mal, und bin gegen diese Entwicklungen mit dem ganzen Genderscheiß und so weiter. Also, und aber so will ich mal sagen, da gibt es eben so große Strömungen, wo man sagen kann, da gibt es jetzt viele Politiker, die jetzt, sage ich mal, auch wie ich gegen Abtreibung sind oder gegen das oder das. Da gibt es viele und dort kann man jetzt sagen, von den allen, da ist keiner unersetzlich. Das sind halt, ja, die sind halt, bewegen sich halt in dieser politischen Richtung, und so könnte man mich ja auch als einen von vielen betrachten. Und ich sage, nein, das ist ein Missverständnis. Ich bin einmalig. Ich bin nur auf den ersten Blick, kann man sagen, ja, das ist ja so, der denkt ja so ähnlich, so und so. Sondern ich bin absolut einmalig, und ich denke auch, dass alle anderen politischen Führer dieser Erde euch in die Irre führen. Und dass es praktisch unterm Strich, also der Teufel arbeitet in verschiedenen Verkleidungen und in verschiedenen Rollen. Und es gibt nichts auf dieser Erde praktisch, wo an das rankommt, an mein Gesamtproblemverständnis. Weil oft ist so, wie gesagt, zum Beispiel die ganz Dummen, die fallen dann auf zum Beispiel auf den Trump herein. Der Trump nimmt Positionen ein, aber der Trump ist ein Teufel. Der Trump gehört zum teuflischen Spiel, auch wenn er teilweise redet er was Gutes, aber er gehört zum teuflischen Spiel. Und das teuflische Spiel ist, dass es gibt nicht nur das Gute einerseits und auf der anderen Seite das Böse, nicht nur die Seite, die zwei Sachen, sondern es gibt auch noch das falsche Gute. Und der Teufel will, dass praktisch ein Kampf entsteht, nicht nur zwischen ihm und dem Bösen und Gott dem Guten, sondern er will uns auf eine Showbühne locken, wo es einen Scheinkampf gibt zwischen dem echten Bösen und dem falschen Guten. Und dass die Leute dann das falsche Gute für das Gute halten. Den Wolf im Schafspelz. Das ist eine ganz, ganz, ganz tiefe Erkenntnis, wo schon, ich weiß nicht, ob das ist möglich, dass es ganz einzelne Leute gibt, die das vielleicht schon mal erkannt haben. Ja, doch, ich denke, das gibt's, ja. Aber das ist etwas, das viel zu kurz kommt, allerdings. Die Bedeutung des Scheinkampfes, zwischen dem Wolf und dem Wolf im Schafspelz. Versteht ihr? Es gibt den echten Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen, zwischen Jesus als dem Lamm und dem Teufel als dem Wolf, wenn man es jetzt so denkt. Und dann gibt es noch den Wolf im Schafspelz. Und das ist es praktisch. Der Teufel versucht es immer so hinzukriegen, dass die Leute am Ende auf das falsche Gute reinfallen. Aber der Wolf im Schafspelz ist nicht ein Schaf, sondern ein Wolf. Und das ist etwas, wenn ich jetzt auch nicht sagen kann, ich bin der Einzige, der das erkannt hat, aber das ist etwas, was viel
zu, in der, in, auch in der Christenheit insgesamt, was die Leute viel, auch die christlichen Leiter und Führer, was sie viel zu wenig den Leuten erklären, sage ich mal. Sie sagen es schon an manchen Stellen, aber sie sagen es nicht so deutlich, es hat sich nicht so im Volksbewusstsein verankert, sondern man denkt, man könnte meinen, die hören es zum ersten Mal, weil sie so drauf reinfallen. Und ich sage einfach, alles, was, also der Trump und der Elon Musk ist so ein Teufel. Und er sagt aber manchmal gute Sachen oder richtige Sachen, aber nicht, weil er gute Ziele hat, sondern weil er die Leute verführen will. Und da fällt die Masse total darauf rein. Und dass sie praktisch sich von diesem Kampf zwischen dem Bösen und dem falschen Guten blenden lässt. Und dieses Prinzip, dass es hier zwei Sachen miteinander kämpfen und konkurrieren, aber das, was als das Gute dasteht, ist gar nicht das Gute. Dieses Prinzip, das setzt sich auf vielen Ebenen fort. Und wie gesagt, die ganz Dummen fallen auf den Trump rein. Also die nicht so dumm sind, dass sie gleich auf die linke Scheißerei fallen, die fallen dann auf einer Ebene rein, wo der Trump zum Beispiel gute Positionen teilweise, neben schlechtem Blödsinn, vertritt der Trump auch Gutes, aber führt, wenn die Leute sich deshalb dem Trump anschließen, führt er sie trotzdem in den Untergang. Und dieses Prinzip setzt sich durch alles fort. Und zwar der Trump, sage ich, ist ein Freimaurer und ein bewusster Teufel. Der Trump und der Biden sind Teile einer Mafia, die wirklich bewusst die Leute verarscht, so. Aber es gibt dann auch noch Leute, wo ich sagen muss, da muss ich jetzt nicht unbedingt sagen, die machen's bewusst böse, aber die sind geistig verführt. Und nehmen Positionen ein, die letzten Endes zum Teufel führen. Und letzten Endes ein Kampf sind, wo der Wolf und der Wolf im Schafspelz kämpft. Und da muss ich sagen, da gibt es niemand auf diesem Planeten, niemand, dass euch das ins Hirn geht. Was ich meine, es gibt niemand auf diesem Planeten mit meinem Durchblick, in Bezug darauf, was zu diesem Scheinkampf gehört zwischen Wolf und Wolf im Schafspelz. Es gibt keinen politischen Führer auf diesem Planeten, den ich unterstützen kann und den ich über mir irgendwie ansehen könnte. Nichts auf dem ganzen Planeten, damit das klar ist. So, und mit diesem Dings im Hintergrund, dass ich den Anspruch habe, absolut global und historisch einzigartig zu sein, und dass es für mich keinen Ersatz gibt für diese Menschheit. Keine Alternative. So, wenn Gott einen Ersatz bringen will, bringt er euch einen Ersatz. Aber dass es niemand mit meinem Durchblick gibt. Und ihr könnt gar nicht ermessen, wie weit mein Durchblick geht. So, das heißt aber nicht, dass ich nicht einmal einen ganz blöden Fehler machen kann. Trotzdem
wo ich mal auf dem Schlauch stehe oder irgendwie was Peinliches. Das ist nicht so eine unfällbare Dingsbums da. Es ist nur, dass ich habe kein politisches Vorbild. Es gibt über mir, für mich, keine weltliche, menschliche Autorität. Nichts Geistliches, wie ein Papst oder irgendein Vordenker oder irgendwas, und nichts Politisches. Es ist, nach meinem Verständnis, bin ich die höchste menschliche Autorität. Abgeleitet davon, dass ich den besten Durchblick habe. So, das ist jetzt kritisch. Höchste menschliche Autorität, da könnte man ja sagen, der spinnt, der denkt jetzt, der ist so und so. Nein, es kommt ja darauf an, wie man das im Dings umsetzt. Wenn ich jetzt sage, ich zeige meinen Führerschein immer, weil das habe ich gar nicht, wenn die Polizei mich anhält und sage, ich bin das und das. Es kommt ja darauf an, wie man solche Sachen im Alltag umsetzt. So kann man viel irgendwie. Aber ja, nee, ich habe alle Tassen im Schrank. Ich weiß auch genau, welche Aussagen kritisch klingen und so weiter. Aber nochmal, ich habe mein Leben im Griff, soweit es, sagen wir, mit dieser verdammten Drecksjustiz möglich ist, und diesem Unrecht, das sie mir tun. Soll ich da kurz mal was dazu erwähnen? Moment kurz. Also zum Beispiel gibt's da vom 5.3. so ein Video, Stellungnahme zum Prozess und so. Das kann man sich ja mal hier anschauen. Da kommt, ich will jetzt nicht auf zu sehr abschweifen, aber so, ja. Was habe ich geschrieben? Also Stellungnahme zu diesem Prozess und zu ehrloser Idioten- und Verbrecherjustiz. Schaut euch das an. Und natürlich macht mir so eine verfluchte Drecksjustiz, wie sie einem in Deutschland begegnen kann, macht mir das Leben schwer. So, aber wenn ich sage, ich habe mein Leben im Griff, dann ist es eben gemeint auf das, was jetzt an mir liegt. Ich habe nicht ich habe keinen Realitätsverlust, wenn ich jetzt hier Aussagen mache da, von wegen höchste menschliche Autorität. Das geht darum, abgeleitet davon, von weitestgehendem besten Durchblick und davon aus abgeleitet größte Führungskompetenz. So, natürlich habe ich jetzt heute keine Befehlsgewalt übers Militär oder irgendwas, sondern es geht um dieses Prinzip letztlich, dass ich sage, ich habe den tiefsten Durchblick, und alles, und das Ziel des Teufels ist es, letzten Endes beim Reparieren, sozusagen, also nicht nur was in Brand zu stecken, sondern beim Löschen, also mit Benzin zu löschen, beim Reparieren seiner Zerstörungen es alles schlimmer zu machen. Und eben jetzt einer von diesen Dings zum Beispiel, es gibt immer Leute, die manche Sachen ähnlich sagen, wo man teilweise zitieren kann, die manche Sachen ähnlich beschreiben oder so bereichsweise. Aber wenn man dann schaut, wo führt's praktisch letztlich hin,
Ja, wir sind uns über ein paar Sachen einig. Über ein paar Missstände. Aber was ist, wo führt es letztlich hin? Wo will jemand letztlich hinführen? Und sein oberstes Credo ist, dass die UNO für die Lösungen also mehr Macht für die UNO. Und die böse Amerikaner, ja, die böse Amerikaner, sie sind böse. Also nicht das Volk, aber die Eliten dort, ja. Aber was ist denn die UNO? Die UNO ist durch und durch auf Teufelsanbetung aufgebaut. Die Gründer der UNO, wenn man sich das Ganze verfolgt, und die Führer der UNO, wie die sich praktisch klar bekannt haben zur Theosophie von Helena Blavatsky. Und das ist reine Teufelsanbetung. Alice Ann Bailey. Da ist ja in diesem Dings ist immer das Abschweife, aber wenn der Weltführer die Satire ablegt, in diesem Artikel habe ich auch was zu UNO gesagt. Jetzt meine ich das scheiß Ding hier. Also zum Beispiel. Also, der UNO-Vizepräsident, der damalige Robert Mueller, hat das World Curriculum verfasst, ein übergeordneter Lehrplan aller Schulen der Welt. Und er schreibt wörtlich, das hat er so in seinem Buch geschrieben, dass er sich auf die Teufelsanbeterin Alice Ann Bailey stützt. Die grundlegende Philosophie der Robert Mueller-Schule basiert auf den Lehren von Alice Ann Bailey. Und die Alice Ann Bailey ist die absolute Teufelsanbeterin. Sie ist eine Kollegin dieser Helena Blavatsky. Und diese Helena Blavatsky hat explizit gesagt, Satan ist der Gott unseres Planeten und der einzige Gott. Die UNO ist durch und durch auf Teufelsanbetung aufgebaut. Und sie streben nach einem antichristlichen Messias, Lucifer, Christus Lucifer. Lucifer ist der Engel, der dann abgefallen ist und zu Satan wurde. Ja, und das ist jetzt ein Beispiel. Am Ende führen sie euch alle zum Teufel. Alle. Ob sie es wissen, ob sie es bewusst machen oder ob sie es nicht bewusst machen. Aber es ist mein Verständnis und mein Anspruch, dass es nichts und niemand gibt. Nichts und niemand auf diesem Planeten, wo ich sagen kann, da können wir hingehen, da orientieren wir uns. Der kann auch noch besser reden wie ich und so und so und so und so. Nein, ich kann euch nirgendwo hinschicken. Alle führen euch bewusst oder unbewusst letztlich zum Teufel, weil es geht immer um das Spiel, was ist da, das Gute und das Böse, aber der Teufel verstellt sich, das sagt die Bibel, der Teufel verstellt sich als Engel des Lichts. Das sagt die Bibel ausdrücklich. Und das geht immer darum, ihr seht, aha, da ist was Böses, aha, das wollen wir nicht, wir machen was Gutes und aha, da ist jetzt jemand, der hat ein Programm und so. Und alles führt ab einer bestimmten Ebene zum Teufel. Und so dass praktisch am Ende das ist ja wie die Lebkuchenhexe,
die hat ja, glaube ich, den Kindern auch was Gutes versprochen und am Schluss wollte sie im Ofen braten. Und so, also, es gibt so viele Sachen, die irgendwie daherkommen mit irgendeinem guten Anspruch. Wie gesagt, für die ganz Plumpe ist der Gute, der Trump, sage ich mal. Weil die diesen teuflischen Dreck, den die Linken in die Gesellschaft bringen, die das gut finden, die gehören sowieso um Teufel. Und die das noch merken, Mensch, das ist ja so böse, familienfeindlich und abartig und gottlos und so und so. Und diese denken, ah ja, und der Trump sagt auch so und so, das ist nicht gut und deshalb ist ja der Trump dann guter, weil er ist ja gegen das und das. Aber der Trump ist kein Guter. Er tut manche Positionen nur zum Schein einnehmen und am Ende führt er euch zum Teufel, in die Fallen des Teufels. Und der Trump macht's bewusst. Ob er es bewusst macht, weiß ich gar nicht. Da ist es nicht so offensichtlich. Aber er führt euch letztlich zur UNO und die UNO ist total teuflisch in ihre Fundamente. Und so ist alles, komplett alles, entweder bewusst oder dass es einfach die Grenzen der Erkenntnis mancher Leute, auch wenn sie einen Doktortitel haben, übersteigt. Aber sie führen euch zum Teufel. Und es gibt hier niemand mit meinem Durchblick, keinen global nichts und niemand. Das ist mein Bewusstsein. Ich sehe nirgendwo jemand nichts. Versteht ihr? Deshalb daraus, aus diesem, wenn das tatsächlich, gehen wir mal davor, es ist tatsächlich so, dann ist es ganz natürlich, dass daraus ein Führungsanspruch erwächst. Und wenn diese Einzigartigkeit oder diese Höchstbegabung wirklich globale Dimensionen annimmt, ja, dann ist die Sache, das Thema Weltführer auf ganz natürlichem Wege aktuell. Klar, wenn es niemanden gibt mit meinem Durchblick, wer soll dann ein Weltführer, wenn man und es aber sinnvoll wäre, eine Führung zu haben, wer soll die dann geben? Ist doch klar, dass das dann ich bin, oder? Also das ist eine, diese Logik ist auf jeden Fall da. Jetzt geht es noch darum, ob es wirklich so ist, wie ich sage. Aber wenn es so ist, dann ergibt sich der Rest von allein. Also, damit geht es darum, um welche Ebene es bei mir tatsächlich geht, sozusagen, was mein Anspruch ist. Und jetzt kommen wir mal wieder zu dem, wenn man sich jetzt diesen mal vor Augen führt, dann sind natürlich so Sachen wie der Fall Lina oder irgendwas, das sind dann Peanuts, sage ich mal. Aber ja, es ist deshalb nicht Peanuts, weil für jemand mit meinem Anspruch ist es ganz extrem wichtig, was ist dem sein Lebensweg gewesen? Was ist dem seine, wer jetzt sagt, der einzige brauchbare Weltführer bin ich, über den sollte man ein bisschen mehr erfahren, das sollte man ein bisschen, das sollte man einfach viel wissen über den und und wo, mit was er wenn er sagt, ich habe da tolle Leistungen und so und diese Leistungen, die ich da und dort gezeigt habe, die untermauern meinen Anspruch oder wenn ich sage, ich habe einen ganz, ganz besonderen, besonders guten Riecher, Durchblick, Instinkt,
und so weiter. Das, und dann sollte man das, dann sollten die Leute das so ein bisschen einordnen können, ja. Und wie gesagt, Fehler gehören auch dazu. Es geht ja nicht darum, um Unfehlbarkeit, aber andere machen Fehler, ich mache Fehler, und aber es ist trotzdem nicht egal, was für Fehler und was für Leistungen und so weiter. Ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Moment, was ist da? Lange Rede, kurzer Sinn. Auch wenn es, jetzt mal einerseits sagen könnte, wenn es um die Weltebene geht, dann sind solche Sachen Peanuts und egal. Nein, sage ich. Ne? Nein, das wird nie ganz egal sein. Das wird nie ganz egal sein. Hier geht's oft geht's einfach um Sachen, wo ich ganz spezielle Positionen einnehme. Manchmal habe ich Beweise, ganz klar, und das wie bei der Reichsbrücke, und das da will ich dann einfach Gehör. Aber dann gibt's Sachen, da gehört auch der Fall Tristan Brübach dazu. Das ist einfach. Ja, wenn ich da recht habe mit meinen Überlegungen, oder zum Beispiel, dass die Escher-Degree, im Bett angerufen wurde. Überlegt euch mal das. Der Fall ist jetzt so bekannt, aber wenn ihr euch über den Fall praktisch informiert. Und dann ist es einfach so, ich habe, glaube ich, ein Video vom Insolito sogar, dem tue ich überhaupt nichts Gutes zuschreiben, aber auch dieser, wie heißt die komische, Paddy, sie machen einen Haufen Scheiße, aber manchmal ist was dabei, wo ich von denen einen Fall zum ersten Mal höre, ohne dass irgendwas Nützliches drin ist, irgendwie, aber ich habe eben dort zum ersten Mal über einen Fall gehört, und so sage ich mal, dass ich dann mit anderen Infos zusammen tatsächlich eine ganz geniale Idee haben konnte. Wenn die auch Scheiße bauen, aber ja, soweit eben, es war halt in dem Fall ein Video von dem Insolito, und dann da ging es bei der Escher Degree geht's um ein Mädchen, die auf einmal nachts das Haus verlassen hat und ich erfährt dieses und ich sage, das Ganze geht nur auf, passt nur zusammen, wenn das Mädchen ein heimliches Telefon hatte. Die muss in ihrem Heierbettchen angerufen worden zu sein. Stellt euch das vor, ihr habt eine Tochter und ein Verbrecher schafft es, dem Mädchen heimlich ein Handy zu sagen, das aber niemand sagen, ich geb dir ein Handy, dann können wir mal, kann ich dich über das und das informieren oder so oder so und so. Einfach, er schafft, einfach zum Überlegen, was ein Mann für eine wahnsinnige Macht hat, weil er ein junges Mädle, wie alt waren die vielleicht, 11, 12 oder so, die sind doch manipulierbar, und was
Aber ja, sie sind praktisch ihre Einflüsse ausgesetzt von den Medien, von ihren Eltern, von der Schule, von dem und dem. Und sie sind manipulierbar und sie brauchen aber diesen Schutzraum, sage ich mal, dass sie halt besonders auf die Mama hören und auf den Papa, wenn es gute Eltern sind, was die denn sagen und so. Und jetzt stellt euch vor, ein Täter schafft es, einem Mädchen in diesem Alter, wo sie eben noch so anfällig sind, er schafft es so weit, das Vertrauen zu bekommen, dass er dem Mädchen ein Handy geben kann, wo das Mädchen ihre Eltern nichts darüber sagt. Und dann ruft, und die letzte Nacht, bevor sie dann verschwunden ist, ich denke, das Mädchen lag in ihrem Haierbettchen. Und dann hat der Vibrationsalarm begonnen. Und dann, ob das eine Textnachricht war, ob das eine Dings war, ich weiß nicht, also es kann, wenn, je nachdem, wenn die jetzt praktisch mit dem anderen Geschwistern zusammen war, dann kannst du es ja nicht Telefon laut geläutet haben und ein großes Gespräch, aber eine Textnachricht zum Beispiel. Und diese Textnachricht, und nur so, kann ich mir diesen Fall erklären, aber dann passt wirklich alles. Wenn man zum Fall Escher de Grie sich vorstellt, ein Handy, nachts im Bett, Vibrationsalarm und dieser Täter, zu dem sie so ein halbes Vertrauensverhältnis hatte, sagt ihr, wo sie hinkommen soll. Die steht auf, geht aus dem Haus. Und alles, was man über diesen Fall Escher de Grie weiß, passt perfekt zusammen, wenn es das gab, eine Person, die ihr ein Handy gab. Dann passt alles. Und ohne dieses versteht man nichts von dem Fall. Und ich sage, ich bin, und das ist meine Begabung, wenn wirklich die gesamte Menschheit auf dem Schlauch steht. Und dann erkenne ich etwas, wo ich sage, das mit dieser einen Konstellation und geht alles auf. So, ich habe keinen Beweis noch. Bei manchen Fällen habe ich dann eine Idee, die alles erklärt, und es ist sogar so, diese Idee, die passt noch, die wird bestätigt auch noch zum Teil durch das und das und das und das. Jetzt bei dem Fall Escher de Grie ist es eine geniale Idee, die alles erklärt, aber ich habe noch keine Bestätigung. Sie ist absolut, es spricht auch absolut nichts dagegen. Es spricht nichts dagegen, dass es so war, wie ich sage, aber es ist einfach im ersten Moment im Raum. Es ist eine absolut geniale Idee, die aber noch nicht bewiesen ist, aber die total exklusiv von mir ist. Und so sage ich, es gibt niemand, der so sich mit ausgehend von Kriminalfällen in so vielen Fällen, der so geniale Ideen hat. Und jetzt gehen wir mal zum Fall Tristan Brübach. Im Fall Tristan Brübach passt alles zusammen. Alles zusammen. Wenn ich habe es ja. Moment, jetzt gehen wir mal nochmal da hin. Versteht ihr, da gibt es ja noch viel mehr
da gibt's nicht nur die Idee, sondern da gibt's noch viel mehr, wo dafür spricht. Mordfalter ist dann drüber, Handy im Darm, Kinderstrich zu und so weiter. Also speziell das mit dem Handy im Darm. Das ist einfach die Oberaffen geile, super geniale Sache hier. Und mit diesem Thema, mit diesem Chip. Das erklärt alles, das erklärt absolut alles. Und es passt auch alles zusammen im Monat, als das mit dem Tristan war. Ist das zum ersten Mal ein Handy mit Vibrationsalarm rausgekommen, das mit der passenden Größe ist. Das Nokia 8810. Das kleinste Handy mit eingebautem Vibrator. Okay, also, und da sage ich einfach, das sind Sachen, das ist zwar im ersten, das ist heute noch eine noch nicht bewiesen, sage ich mal. Heute ist die Sache mit dem Wiener Reichsbrücke, die ist heute schon bewiesen. Da kann ich etwas machen. Das ist heute schon bewiesen. Aber es gibt eben Sachen, die sind das macht mich zum normalen, sage ich mal, zum normalen Weltstar. Zum normalen Weltstar. Das habe ich verdient. Das ist eine Weltstarleistung, aber das, wenn sowas stimmt, wie mit diesem Handy-Thema, das ist mehr. Ich sag mal so, ihr könnt, ich verlange nicht, dass ich angebetet werde, weil das ist ja, das wäre Gotteslästerung, das wäre nicht richtig. Das in die Richtung darf es nicht gehen. Aber ich sag mal so, wenn das rauskommt, dass ich da recht habe, da habe ich mich so exklusiv über viele Jahre, das ist jetzt aus dem Jahr 2014, vor 10 Jahren habe ich das geschrieben hier. Und das war ja noch nicht einmal der Anfang. Das geht noch viel weiter zurück, dass ich diese Sachen hier vertrete mit diesem Dings. Das ist etwas, das ist so exklusiv von mir. Ich sage mal, ich will es jetzt nicht übertreiben, ich will es jetzt realistisch sagen, aber versteht ihr, für einen Weltstar müsst ihr nicht auf die Knie fallen, aber und anbeten sowieso nicht, aber wenn ich damit recht habe, dann habt ihr Grund, auf die Knie zu fallen. Dann ist es nicht nur die Ebene eines Weltstars, sondern dann ist es die Ebene eines geistigen Weltführers, wo diese ganze Relation nur passt, wenn ihr erstmal auf die Knie fallt. Ja. Ihr dürft dann wieder aufsteigen, komm, steht wieder auf, ja, also, es ist nicht so, dass es mein Ego jetzt braucht, dass ich sich immer so über Dings, nein,
ganz normal alles und so weiter. Aber ihr hättet die Konstellation nicht verstanden, wenn ihr dann nicht zuerst mal auf die Knie fallt. Ja. Okay. Und solche Sachen, da gibt's mehrere. Ich sag mal, das ist etwas, versteht ihr, das ist eine ganz besondere Kategorie von Fällen, die, wo ich jetzt noch keine Beweise habe, aber die einmal die Fälle, wo ich schon Beweise habe, noch weit übersteigen, weil sie ein Ausmaß an Scharfsinn und an Instinkt zeigen, wie es global einmalig ist. Das hat die Menschheit noch nicht gehört von so einem Weltführer. So, ja. Und ja, aber nochmal, das ist wie, man muss auch aufpassen, das Feld des Bären nicht zu bald zu verteilen. Man muss es so richtig im richtigen Relation machen. Ich sage ja nicht heute schon von mir auf die Knie fallen, aber ich sage, es gibt Sachen, da ist ein normaler Beifall nicht genug. Ja, einfach, ob das jetzt ich von mir diese Leistung kommt oder von jemand anders, aber wenn man sich meinen Lebensweg allein mal mit dem Fall, ich habe schon jahrelang nichts mehr jetzt, der letzte Artikel war 2022, jetzt haben wir 2024, aber wenn man allein diesen Fall betrachtet, das ist so gigantisch, wenn ich da recht habe, dann das würde ja auf die Knie und nichts anderes, Menschheit. Aber schauen wir mal, ob sich das nicht... Ich sage ja, im Fall Tristan Brübauer ist es so, die Behörden hindern diesen Fall an der Aufklärung. Wenn man die Verbrecher in den Behörden unschädlich machen könnte, denke ich, liegt alles vor, damit der Fall Tristan Brübach geklärt werden kann. Also der ist schon, wahrscheinlich ist er, es wird, die Aufklärung wird bekämpft und es werden Sachen verheimlicht, aber nicht nur aus Bosheit, sondern zum Teil wohl auch aus Dummheit. Zum Beispiel die Sache mit den Fingerabdrücken. Es spricht alles dafür, dass es Komplize gab und dass praktisch die Fingerabdrücke von den Komplizen stammen, die aber dann den Rucksack und das Fleisch von Tristan zur Richtung Autobahn gebracht haben und die dann als Autoanhalter mit dieser Karte da, mit dieser Karte in tschechischer Schrift, praktisch vielleicht so Roma-Stricher oder so aus Bulgarien oder wo auch immer. Und das, wenn von denen der Dings ist, der Fingerabdruck ist, aber man geht von einem Einzeltäter aus, dann ist es für mich wahrscheinlich, man hat den Zopfmann, den gesuchten Zopfmann, den hat man längst im Visier, man hat ihn gehabt, man hat ihn namentlich ermittelt, aber durch diesen Blödsinn mit den Fingerabdrücken hat man ihn ausgeschlossen, weil praktisch die Fingerabdrücke dieser Bulgaren eben die Fingerabdrücke der Bulgaren waren. Und wenn man aber sagt, es ist ein Einzeltäter, dann könnte man ja praktisch sagen, ja, den Täter, den Verdächtigen, der als Zopfmann in Frage kommt und den mir hier, der sich verdächtig gemacht hat hier in Frankfurt, der kann es ja nicht gewesen sein, weil der Fingerabdruck nicht passt. Das ist auf diese Weise verhindern die Behörden die Aufklärung. Also, und wenn die solcher Blödsinn weil ich denke, dass hier diese Kinderficker-Szene bis in die Justiz reingereicht
Und vielleicht hat ein Richter und ein Staatsanwalt den Tristan gefickt und deshalb darf es nicht aufgeklärt werden. Ja. Der Tristan war ein offensichtlich ein Stricher. Ja. So, und ja, und solche Sachen, wenn diese Verbrecherregierungen bei uns, diese freimaurerischen Teufelsregierungen, wenn die hinter Gitter kommen, dann wird man solche Sachen vielleicht aufklären können und dann kann sich sowas vielleicht auch noch bestätigen und dann ist es aber, wie gesagt, es gibt Fälle, da sage ich, okay, das rechtfertigt für mich einen Rang als globaler Superstar auf einem analytischem Gebiet, wo alle deutschen Profiler und was kreucht und fleucht, sich in Grund und Boden ins letzte Mauseloch flüchten müssen, weil sie mir geistig nicht das Wasser reichen können, die Versager. Das ist das eine. Und dann gibt's Sachen, die gehen darüber hinaus. Da gibt's nur eins, auf die Knie fallen. Ja, das sage ich nicht, mach das jetzt. Das sage ich, mach das, wenn das, was ich hier schreibe mit dem Handy im Darm, wenn das sich bestätigt, dann fallt auf die Knie. Menschheit. So, und solche Sachen von dieser Dimension, das sind Sachen, die mich besonders, ja, die mich besonders interessieren. Und jetzt kommen wir zum Fall der Lina. Ich habe gesagt, ich habe den Fall Escher Degree erwähnt, wo ich sage, ja, auch da fällt auf die Knie, wenn dieses Mädchen in ihrem Heierbettchen mit dem Handy angerufen wurde oder Textnachricht und das der Anlass war, dass sie losgegangen ist, dann fällt auf die Knie. Weil das habe exklusiv ich. Und ich bin der das am laufenden Band kann. Globale, exklusive Sachen, die kein anderer Mensch so denken und erkennen kann wie ich. Ja. Dann fällt auf die Knie. Nicht fällt jetzt auf die Knie, weil es ja meinem Ego so gefällt, sondern ganz realistisch, wenn solche unbeschreiblich genialen Leistungen sich tatsächlich bestätigen, dann fällt auf die Knie. Ja, dann ist es das Niveau Weltführer Menschheit. So. Okay, also, und da könnten wir jetzt noch andere Sachen erwähnen. Die Sache meine Rekonstruktion im Fall vielem Ariane Lucas mit der Zwangsprostituierten und so weiter. Das spricht für ein unvorstellbar euch als Menschheit weit überlegenen Instinkt, für einen Scharfsinn, der mit nichts auf dieser Welt vergleichbar ist. Solche Sachen. Die Zwangsprostituierte im Fall Tristan Brübach, Adrian Lucas. Wie ich im Fall Adrian Lucas diese Sache rekonstruiert habe. Es ist wirklich hier möglich, dass das wirklich bis ins Detail so war, das würde schon eine Ebene tangieren, wo man von Hellseher sprechen muss. Ich sage ganz ausdrücklich, was ich mache, ist keine Hellseherei. Es ist etwas, was mit Scharfsinn zu tun hat. Aber wenn der Scharfsinn sich so äußern könnte, dass ich
zum Beispiel, wie vom Fall Adrian Lukas. Das sind ja Sachen, die ich hier abgeleitet habe, die so weit gehen, dass es wirklich, wenn jemand das vergleicht, was das allgemeine, wie der Fall allgemein in den Medien geschildert wird. Und was mein Erkenntnisstand ist. Und wenn das sich zutreffen würde, dann müsste man wirklich sagen, woher hat der Mensch das? Wenn ihr dann denken würdet, ich bin ein Hellseher, dann würde ich es verstehen. Ich sag's euch dann einfach, nein, ich bin nicht diese Art von Hellseher. Aber ich habe eine Begabung, wo ich sagen kann, wir haben hier einen Rahmen von Informationen. Und die gehören alle irgendwie dazu. Vielleicht kann man es wie ein Puzzle sehen. Und ich sage aber, das passt nur alles zusammen mit dieser, wenn es an der Stelle noch das gab und an der Stelle noch das und das. Und dann passt alles zusammen. Und das, wie gesagt, auch Fall Adrian Lukas. Fallt auf die Knie, Menschheit. Betet mich nicht an, aber fallt auf die Knie, wenn ich da recht habe. Das ist Weltführerniveau. Das hat mit euren Experten, mit euren Professoren, mit euren Politikern nichts zu tun mehr. Das ist das Niveau eines, Propheten, ja. Es gibt nichts Vergleichbares. Es verlässt die Ebene des akademischen Experten, der da irgendwie was weiß ich was studiert hat und dann macht er in der Parteikarriere oder irgendwas. Das verlässt dieses Niveau. Versteht ihr? Dann wird er gewählt als Mini, als irgendwas, das ist nicht dieses Niveau. Das ist dann, wenn solche Leistungen bestätigt werden, dann ist das praktisch, dann ist das noch kein endgültiger Beweis, dass ich ein von Gott gesandter Prophet bin. Weil das muss alles auch noch mit der Bibel übereinstimmen. Ich könnte ja, wenn ich jetzt irgendwelche Scheiße mache, ich bin zum Beispiel auf der zwischenmenschlichen, auf der emotionalen Ebene, gehe ich an Grenzen. Ich verlasse das, was der normale christlich erzogene Mensch so als christliches Verhalten betrachtet. Und das kann man nicht beliebig machen. Es kann so sein, dass ich tatsächlich sündige. Und kommt jemand und sagt, das so kannst du es nicht machen. Und ich muss ihm recht geben. Es kann auch sein, dass es eben noch im Rahmen ist. Und für mich gilt, ich sage mal so, für mich gilt, wie soll man sagen, für mich gelten keine wirklichen Sonderregeln. Aber es gibt manchmal Situationen, ich sage mal, so wie Josef eine Aufarbeitung mit seinen Brüdern veranstaltet hat, als es soweit war. Die war jetzt nicht von Hass geprägt, aber auch nicht von einer oberflächlichen Vergebung. So gibt es manchmal einfach spezielle Sachen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich muss,
Es gibt nicht, also die Bibel gilt auch für mich, und wenn ich, wenn, und da muss ich mich dran halten, und das ist ganz klar. Und wenn ich da, wenn ich mich da mal anders verhalte, dann kann es, wie gesagt, sein, dass es noch durch eine spezielle Situation, Konstellation abgedeckt ist. Aber es kann auch sein, dass ich gerade einen Fehler mache, wo ich dann sagen muss, ja, okay, das war jetzt hier aus emotionalen Gründen ein Fehler oder irgendwie. Das kann es alles geben. Ja, wie bin ich jetzt da dran gekommen? Ja, also, ich will einfach da fällt auf die Knie und so weiter. Ich will das nicht, da keinen falschen Zungenschlag oder kein falsches Ding reinbringen. Aber ja, es gibt Sachen, und jetzt merkt man auch, weshalb das so eine Bedeutung hat, weil es eröffnet Konstellationen, wo ich mich auf eine Weise, wie nennt man das, profilieren kann, wie bei nichts anderem. Da können 10 Doktortitel haben nicht das Gewicht, wie der Scharfsinn, der hier zum Ausdruck kommt, wenn ich hier recht habe. Oder ja, also wie gesagt, man kann hier viele, viele Fälle machen. Ich hab's ja, das war jetzt, da habe ich die Reichsbrücke erwähnt, aber auch der Fall Angelika Vöger hat absolut geniale Sachen, versteht ihr? Auch da sage ich, fallt auf die Knie, wenn er sich bestätigt. Fall Adrian Lukas, fallt auf die Knie. Das ist nichts, was mit einer normalen Lob und einer normalen Anerkennung abgetan ist. Auch Fall Kurtüm. Die ganze Nation ist auf Blödsinn reingefallen hier. Fallt als Nation und Menschheit auf die Knie. Wenn ihr es einseht, dass ich recht habe, dann fallt auf die Knie. Fallt auf die Knie, wenn es nicht mehr geleugnet, also wenn dieser Irrsinn gestoppt wird, weil es ist nationaler Irrsinn gewesen. Einer gegen alle. Sogar eine Petition habe ich gestartet in dem Fall, die total untergegangen ist. Fallt auf die Knie, wenn sich das bestätigt. Fallt auf die Knie wie vor einem Weltführer. Ja, und auch das hier. Da geht es noch weiter. Mit dem Dings Duncan McPherson, oder da sind jetzt die Pooltote, oder auch Duncan McPherson. Auch das mit dem Fall Duncan McPherson ist so exklusiv, so herausragend. Und es ist so exklusiv mit mir verbunden. Und es sind so viele Jahre, dass ich leide. Und hier mit den Idioten mich rumschlage und so weiter. Das da kann man nicht wie ein normaler Experte. Das ist nicht mal mit dem Nobelpreis abgedeckt. Da gibt's nur eins. Fallt auf die Knie. Anders könnt ihr es nicht angemessen würdigen, wenn es rauskommt, dass ich hier recht habe. Das sind solche genialen Leistungen. Ja. Und so muss das praktisch eingeordnet werden. Und in dieser Kategorie, dieser herausragenden Sachen, wo es, seht ihr, die Sache, ja gut, ich will jetzt nicht, ich wollte es jetzt gerade noch über die Sache mit der Reichsbrücke heben. Das ist vielleicht der falsche Weg. Aber es ist einfach, wenn sich die Sachen bestätigen, dann
bestätigt das mich auf eine so herausragende Weise, wie auch die Sache mit den Pooltoten in Spanien und so weiter. Das sind alles Sachen, die mich, wo ich als Einzelner gegen eine ganze Gesellschaft, gegen eine ganze Menschheit, Experten, Landschaft und so weiter, und wo ich dann sage, dass das ist mit normalem Lob und normaler Anerkennung nicht mehr abzudecken. Da gibt's nur eins: auf die Knie fallen. Ja. Und aber nochmal, nicht wegen Ego und nicht, wenn das jetzt und nicht heute und so, sondern ich in einer ganz bestimmten Konstellation. Nicht weil ich das brauche oder so, sondern weil es da angesichts bestimmter Sachen, wenn die sich bestätigen, ist nichts anderes mehr angemessen als auf die Knie. So, und in diese Kategorie. Das sind ja, ich habe ja viele Fälle, wo ich selber, die ich nicht so hoch hänge und wo ich sage, ja, komm, da habe ich jetzt halt auch eine Theorie. Aber in diese Kategorie kommt auch dieser Fall mit dieser Lina. So, nicht an die oberste Stelle, aber da ist etwas, und jetzt kommen wir endlich zu diesem Fall mit der Lina. Die neueste Entwicklung ist es, also vor einem Jahr verschwindet die 15-jährige Lina im Elsass spurlos. In einem in Deutschland gestohlenen Auto findet die Polizei DNA-Spuren der Jugendlichen. Ein Jahr nach dem Verschwinden der jugendlichen Lina im Elsass hat die Staatsanwaltschaft in Straßburg am Donnerstag über den Ermittlungsstand in dem spektakulären Kriminalfall in der deutsch-französischen Grenzregion informiert. Nachdem nach langer Fahndung DNA-Spuren der Jugendlichen in einem von einem Kriminellen genutzten Wagen entdeckt wurden, gehen die Ermittler von einem Verbrechen aus. Hoffnung, die Jugendlichen noch leben zu finden, gab es kaum mehr. Staatsanwalt. Aufgeben kommt nicht in Frage. Trotzdem gibt die Staatsanwaltschaft nun bekannt, die Ermittlungen werden aktiv fortgesetzt, um Lina zu finden. Aufgeben kommt nicht in Frage, versichert Alexandre Gevrier von der Staatsanwaltschaft. Auch die Ermittlungen zum Tatverdächtigen werden weiterlaufen, heißt es. Der 43-Jährige hatte sich im Juli das Leben genommen. Und das zweifle ich an, dass das Selbstmord war. Ich sehe hier einen Parallelen zum Fall Dutroux, und da wäre es dem Dutroux auch recht gewesen, wenn man von selbst bei manchen seiner Morde seiner Komplizen von Selbstmord ausgegangen wäre. Aber der hat Komplizen ermordet, die ihm gefährlich werden können. Und ich tue das nicht eins zu eins vergleichen, aber das ist für mich der wahrscheinliche Hintergrund. Also, Lina verschwand am 23. September 2023, also vor ziemlich genau einem Jahr. Was über den Fall bekannt ist: Die damals 15-Jährige verschwand am 23. September vergangenen Jahres auf dem Weg zum Bahnhof von Saint-Blaise-de-la-Roche, von wo aus sie nach Straßburg fahren wollte. Die Fahnder ermittelten, dass sie den Zug gar nicht bestieg. Suchmaßnahmen, an denen auch Taucher der deutsch-französischen Wasserschutzpolizei beteiligt waren, blieben ergebnislos. Ein Zeuge wollte die Jugendliche als Beifahrerin in einem Kleinwagen gesehen haben, weshalb Halter entsprechender Autos in der Region ins Visier der Fahnder gerieten. DNA und Handtasche von Lina im Auto gefunden. Im Sommer stellten Fahnder ein Auto sicher, in dem DNA-Spuren von Lina und nach einem Bericht der Zeitung Les Dernières Nouvelles d'Alsace auch ihre Handtasche gefunden wurden. Der Wagen war demnach im August 2023 im Landkreis Emmendingen in Baden-Württemberg gestohlen worden.
43-jähriger Tatverdächtiger festgenommen. Der 43 Jahre alte Tatverdächtige soll sich nach der Sicherstellung des Autos am 10. Juli an seinem Wohnort in Besançon in Ostfrankreich das Leben genommen haben. Wegen mehrerer gewaltsamer Raubtaten hätte er am 22. Juli vor Gericht erscheinen müssen. In der Vergangenheit soll sich der Mann nach Angaben der Le Dernière Nouvelle d'Alsace mehrfach in einer Psychiatrie aufgehalten haben. So, also, und das ist jetzt etwas, ich habe schon lange gesagt, ich glaube, dass der Typ, der Freund der Lina, wie ein Loverboy die Lina in eine Falle gelockt haben könnte. Ich halte es für wahrscheinlich. Und ich halte auch einen ähnlichen Hintergrund im Fall Rebecca Reusch für wahrscheinlich. Nicht, ich habe da im Fall Rebecca Reusch das schon zu sehr mit dem Loverboy. Das darf man nicht so, ist es so, im Fall Rebecca Reusch ist es anders gelagert. Hier kann auch eine falsche Freundin dieses Bindeglied gewesen sein, das die Rebecca in eine Falle gelockt hat. Praktisch, wo dann Leute, also der Hintergrund, das sind junge Weiber und da muss man einfach das Fick-Interesse von bösen Männern als Motiv sehen. Und eben auch das, da gab es diesen Tatort Wegwerfmädchen. Da ging es darum, praktisch, dass Mädchen entführt werden, um sie reichen Kunden zum Fraß vorzuwerfen. Manchmal tatsächlich zum Fraß, aber ansonsten eben zum Ficken. Und das ist dieser Tatort gewesen. Und jetzt weiß ich nicht, kann ich da gibt es glaube ich auch einen Trailer. Ich gucke mal, wenn ich jetzt hier Dings ein auf meiner Website, wenn ich wegwerf Mädchen, habe ich das im Artikel so verwendet, dass ich jetzt hier was Brauchbares finde. Es kommt immer die Musik, das ist jetzt egal. So, we just want to welcome you here. So, das ist das, ja. Und in dieses Thema gehört auch, das ist jetzt das, der Hanna. Sie träumten vom Laufsteg und landeten auf die Müll. Die muss da jemand einfach reingeworfen haben. Denn in gewissen Kreisen sind sie nur eine Ware. Wir waren 10. Was haben die mit ihnen gemacht? Das heißt, da draußen laufen noch 8 Fahrer. Wenn sie etwas gegen mich in der Hand hätten, dann würden sie mich doch mitnehmen, oder nicht? Wegwerfmädchen, der Tatort. Am Sonntag, im 1. Okay, also dieser Hintergrund. So. Das gibt es natürlich in verschiedene Variationen, so einen Hintergrund, aber ich erinnere, versteht ihr, jetzt ist nicht mehr die Rede von diesem Freund, aber ich sage, Leute, vergesst diesen Freund nicht. Ich verdächtige diesen Freund praktisch, nochmal, warum soll dieses Mädchen, die ist vorher, im Jahr vorher, glaub, vergewaltigt worden, die Lina. Und warum soll die, also die, oder grundsätzlich, so ein 15-jähriges Mädchen hat ja, ist ja nicht mal ganz dumm, sag ich mal. Die weiß ja, dass die Kerle hinter ihr her sind und dass sie ein bisschen aufpassen muss. Und dass die, warum sitzt die auf dem Weg zu dem Bahnhof plötzlich im Auto von dem Kriminellen? Warum? Und ich sage, weil wahrscheinlich dieser Freund,
telefoniert hat und die unter einer Decke stecken. Es gab Kunden, die Lina praktisch bestellt haben, die sie bezahlt, gefickt und getötet haben. So. Und dann gab's darum, und da haben sie vielleicht für die Lina 50 oder 100.000 Mark oder Euro bezahlt. So. Und von diesen, sagen wir mal, 100.000 Euro haben eine ganze Gruppe von Kriminellen gelebt. Dieser Dings verdächtige ich, einer davon gewesen zu sein. Dieser Freund von der Lina, ich will es nicht unkorrekt machen. Ich will es jetzt nicht sagen, ich unterstelle ihm das, aber ich habe den Verdacht, dass man in der Richtung schauen muss. Und da denke ich, dieser Typ, der dann praktisch in dessen Auto so gesessen ist und der da angeblich Selbstmord gemacht hat, dieser Typ ist nur ein kleiner Fisch, ein kleiner Helfer, so wie der Dutroux kleine Helfer gehabt hat um sich herum. Und als es der Weinstein war einer, und dann gab es noch einen Typ, der ein Dings betrieben hat, ein Schrottplatz, der die Autos beseitigt hat, mit denen der Dutroux seine Opfer entführt hat und sowas. Solche Leute sind umgebracht worden. Solche Leute sind, und der Weinstein ist vom Dutroux selber umgebracht worden. Andere sind dann umgebracht worden. Da gab es doch diese 30 toten Zeugen bis zum Prozess und so weiter. Also ein kleiner Helfer, und der eher nicht selber Selbstmord gemacht hat, sondern ich denke, das ist ein Selbstmord wie bei den 30 toten Zeugen. Da hat auch vieles als Dings gegolten, als Selbstmord, und war keiner. Oder waren es nicht 30? Marc Dutroux und die toten Zeugen. Die Mars war lüttig. Da kommt jetzt das Bild von einer toten Frau, aber nur kurz, und dann ist das einzige Moment. Hier wird am 7. April 98 beim Säubern des Wasserwerks eine Frauenleiche aus dem Fluss gezogen. Die Autopsie zeigt, sie wurde geschlagen und gewürgt. Es ist die Zeugin Anna Konjevoda. Mindestens 27 Zeugen starben. Davon mehrere auf suspekte Weise. Ja, und 27, also nicht 30. Aber da sind auch viele dieser Fälle gelten als Selbstmord und waren keiner. Oder werden hier in dem Video wird begründet, warum es in Zweifel zu ihnen ist, dass es Selbstmord war. Also, hier ziehe ich das auch in Zweifel, dass das Selbstmord war. Und jetzt schauen wir uns aber nochmal an, was vor ein paar Monaten noch der Stand war. Freund von Mr. Lina gerät nach Aussagen unter Druck. Im Fall der vermissten Lina aus dem Elsass gerät der Freund der 15-Jährigen offenbar verstärkt in den Fokus der Ermittler. Mehrere Bekannte des Jugendlichen sollen sich über verdächtige Aussagen des 19-Jährigen gewundert haben, zu dem Lina kurz vor ihrem Verschwinden aufbrechen wollte. Bereits das Verschwinden seines Handys hatte bei den Ermittlern Aufsehen erregt. Mehrere Bekannte des 19-Jährigen sollen ausgesagt haben, dass der Freund von Lina kurz vor ihrem Verschwinden nach einer Schaufel und einer Plane gefragt haben soll. Das berichtet der regionale Fernsehsender BFM Alsak.
Der 19-Jährige war bereits kurz zuvor unter Druck geraten, nachdem die Ermittler sein Handy gefunden hatten. Der Jugendliche hatte zunächst erklärt, ihm sei das Handy kurz nach dem Verschwinden Linas in einen Gullideckel gefallen. Die Ermittler entdeckten es allerdings wenig später in der Garage eines Verwandten. Auf dem Smartphone war ein Video der vermissten Lina, das nur wenige Minuten vor ihrem Verschwinden an ihren Freund geschickt hatte. Versteht ihr? Die waren in Kontakt und dann erst ist sie zu diesem mysteriösen Typ eingestiegen. Das, versteht ihr? Das ist die ganze Konstellation. Ich lese erstmal weiter. Die 15-Jährige soll daraus sagen, dass sie sich gut fühle. Sie geht an einer Straße entlang, die Ermittler auch kurz nach ihrem Verschwinden abgesucht hatten. Die Staatsanwaltschaft erklärte, das Video werde auf mögliche Hinweise zum Entführer analysiert. Bereits zuvor hatten mehrere Zeugen von einem verdächtigen Fahrzeug gesprochen, das in der Gemeinde Saint-Blaise-la-Roche im Departement Bas-Rhin nahe der französischen Grenze unterwegs war. Ein 14 Jahre altes Mädchen hat zuvor berichtet, sie sei wenige Tage vor dem Verschwinden Linas von einem Mann in einem blauen Auto angesprochen worden. Er habe sie in sein Auto locken wollen. Ein Zeuge hatte Lina am Tag ihres Verschwindens in einem ähnlichen Wagen mit einem Mann gesehen. Sie habe nicht gestresst gewirkt, sogar gegrüßt, hatte der Zeuge erklärt. Also, das war aus meiner Sicht offenbar ein Mädchenfänger, aber nicht für den eigenen Gebrauch, sondern für den Verkauf, so wie beim Dutroux. Der hat auch noch Eigengebrauch gemacht, aber er hat die Kinder verkauft. Das war sein Geschäftsmodell. Und davon gehe ich aus und das Ganze passt nur, wenn eben gerade das, was hier mit dem Handy rausgekommen ist, dass es den Kontakt gab und ihr Freund sie bestärkt hat einzusteigen, dass sie gesagt hat, ich schicke dir jemanden, der dich abholt. Das ist mein Freund, der holt dich ab und deshalb ist die Lina eingestiegen in das Auto. Also, und jetzt wisst ihr, was hier fehlt jetzt in der Ermittlung. Nochmal, ich habe keine schlechte Meinung von der Polizei. Die denken vielleicht das Gleiche wie ich und müssen eben ihren Weg gehen. In Deutschland, bei vielem, ist es ganz klar, dass die Polizei der Feind der Ermittlungen ist, wie Tristan Brübach und so weiter. Aber hier, die Polizei muss nicht der Feind sein und sie muss nicht alles so sagen, wie ich es sage. Das ist noch okay. Aber ganz einfach, ihr seht dann trotzdem, ob die Polizei davon redet oder auch nicht, aber das Ganze ist noch, das, was die Öffentlichkeit hier liest und sich vorstellt, das ist es nicht. Es geht darum, dass alles geht nur dann auf, wirklich, wenn dieser Freund mit dem anderen Typ unter einer Decke gesteckt hat und sie beides nur kleine Fische waren, in einer Menschenhändlermafia. Eine Menschenhändlermafia. Darum geht es. Und die diesen jungen, dummen Weibern mit so viel geistig überlegener Raffinesse auflauern. Und sowas geht nicht, wenn es hier einen Weltführer gibt. Und ihr ein dummes Gesindel seid als Menschheit, dann muss ich euch retten, ich muss euch aufklären, ich muss euch, versteht ihr, das ist, und ich kann dabei auch mal einen Fehler machen und so, aber trotzdem, schauen wir einfach, was rauskommt in der Zukunft. Wird es einer meiner genialen Weltsensationen, wo ihr
Und ihr dürft euch nicht nur einmal verbeugen, auf die Knie fallen. Ihr müsst es jetzt auch nicht ständig machen. Ich bin ja so eher ein umgänglicher Typ, so wie ich mal furze, wenn's gerade mir passt. Bin ich jetzt nicht jemand, der jetzt so Wert auf Etikette legt, so dass da ständig da auf dem Boden rumgekrabbelt werden muss von euch Idioten. Aber, sage ich mal, für jeden Fall, der in diesen Dimensionen, sage ich mal, wo die Menschheit, nochmal, hier ist es nicht sicher, hier sind die Polizeimeldungen so, als ob man auf dem Schlauch steht. Es ist aber nicht sicher, ob die Polizei so naiv ist. Aber in vielen Fällen ist die Polizei so naiv. Sie sind Gegner der Aufklärung. Da muss total reingeschlagen werden. Da erstreckt sich die Drecksmafia bis in die Behörden hinein. Aber hier muss das nicht der Fall sein. Trotzdem, wie gesagt, meine Leistung bleibt trotzdem erhalten. Ich bin hier der praktisch als Einzelner, während eine ganze Gesellschaft auf dem Schlauch steht. Ich habe den Durchblick. Und ich erwähne hier den Marathonläufer. Versteht ihr? Marathon. Beim Giro. Global nur einer sofort mit dem richtigen Riecher beim Mord ein Marathon-Olympiasieger. Das Universal-Genie plaudert aus der Kinderstube weltrettender Genialität. Dafür ist mir die Menschheit noch einen Kniefall schuldig, weil dass ich da recht hatte, ist sowieso bekannt, ist sowieso nachgewiesen. Und da schaut euch das mal an. Das ist auch eine dieser Sachen, wo ich auf absolut geniale Weise Durchblick gezeigt habe. Auf absolutem Weltniveau. Dafür seid ihr mir noch einen Kniefall schuldig, ja? Ja, das geht über da irgendwelches Expertenzeug hinaus. Das ist Weltführergenialität. Schatz, lässt euch durch. Okay, und so gibt es viele Fälle. Und ich sage auch noch mal was. Neulich gab es einen Bericht, da ist mir der Fall der Vierfachmord eingefallen in Rupperswil in der Schweiz. Fußballtrainer. Also das ist jetzt was Trainer soll. Trainer soll Fußballerinnen in Dusche und Umkleide gefilmt haben. Ein Fußballtrainer könnte über Jahre immer wieder Videokameras in Duschen und Umkleide des SV Böhme installiert und Frauen gefilmt haben. Und das gibt's in alle Variationen. Und jetzt haben wir diesen Vierfachmord, Rupperswil. Und wir haben einen Trainer. Der Typ war Fußballtrainer und gleichzeitig hat es geheißen, er hat keine, also im Fußball hat er niemand missbraucht. Und jetzt stellt sich die Frage, dieses Missstück, dieser unsäglich böse Mensch, war der wirklich harmlos? Hat er der eine Seite, wo er tatsächlich aus, weil das ist ja, man fragt sich ja, der hat ja den also aus pädophilen Motiven diesen der jüngere Sohn
da steht's ja. Der jüngere Sohn, der vom Täter Thomas N. Sexuell missbraucht wurde, sei zwischen Kuscheltieren liegend im Kinderzimmer auf dem Bett gefunden worden. Also, das war sein sexuelles Opfer. Und gleichzeitig hat er Jungen in dem Alter im Fußball trainiert. Und jetzt, was stellt ihr euch vor, als dumme Menschheit? Hat er das völlig aus lauteren Motiven gemacht, das Fußballtraining? Ja, man hat ja auch nicht gehört, dass er die Jungs missbraucht hat. Und da habe ich gesagt, niemals. Es gibt Täter, die sind, wie soll man sagen, da kann man schon sagen, das sind noch normale Menschen, die haben normale Regungen. Die haben auch, sage ich mal, teilweise väterliche Gefühle noch, die nur tun sie dann halt, wenn es ans Ficken geht, dann haben sie halt das falsche Beuteschema oder so. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass es Männer geben kann, die wo es auch um den Fußball geht und die auch väterliche Gefühle haben und wo der Fußball und das Trainer als Fußballtrainer sein, wo das einen eigenen Aspekt ihres Denkens und ihres ausmacht, wo nicht alles falsch ist, wo nicht alles nur Vorwand ist, sondern die tatsächlich auch normaler Fußballtrainer sein können, sozusagen, und es nicht nur als Vorwand für die Jagd machen. So. Aber um das geht's. Darf man auch diesen Täter so betrachten? Und ich sage nein, diesen Täter nicht. Und bei diesem Missstück, bei diesem so überaus bösen Missstück, ist nichts Gutes anzunehmen. Hier denke ich wirklich, alles, was der gemacht hat, war böse und mit bösem Motiv. Und wenn der dort Trainer war und die Jungen nicht missbraucht hat, dann hat der aber mit Sicherheit etwas gemacht, wie das, versteht ihr? Das ist für mich, da geht es jetzt wieder darum, das Ganze geht nur so auf. Diese abscheuliche Persönlichkeit dieses Monsters ist nicht zu vereinbaren mit einer normalen Tätigkeit. Das kann es geben, aber nicht bei ihm. Auch wenn man sich anschaut, was der gemacht hat, der hat 4 Leute umgebracht, zu Tode gefoltert, mehr oder, wenn man sich jetzt, nicht, dass man so Spuren gefunden hat, jetzt, dass er sich da, was weiß ich, aber die psychologische Situation von dem Ganzen ist ja auch wie nicht, und der Missbrauch von dem Kind und so weiter, das ist abgrundtief böse. Und dann hat es, und das Entscheidende ist aber, man hat erfahren, der hat es offenbar als erfolgreiches, irgendwas bereut und sagt, denkt, das ist jetzt aus dem Ruder gelaufen und so, sondern für den war dieser Vierfachmord unterm Strich, was er gemacht hat, die Vergewaltigung des Jungen und der Vierfachmord, das war für den eine erfolgreiche Aktion, die er wiederholen wollte. Der war schon dran, das nächste Opfer zu finden. Und mit dem noch als i-Tüpfelchen für die Beurteilung seiner Persönlichkeit, das geht nicht auf, wenn man an diesem Typ irgendetwas nicht Böses annimmt. An dem ist alles böse. Also zumindestens zumindest in Bezug auf das Thema Fußballtrainer und Jungen. Da gibt's wirklich, man muss hier hergehen und sagen, okay, es heißt,
der hätte als Fußballtrainer niemand missbraucht. Aber irgendwo ist der Haken. Man muss, das geht nicht auf ohne Haken. Und dann, deshalb bin ich dazu gekommen, das geht nur auf, wenn der diese Jungen gefilmt hat und diese Filme verkauft hat. Nur dann geht's auf. Es geht nicht anders auf. Und das versteht ihr, diesen klaren Durchblick, das geht nicht anders auf. Es geht nicht auf, ohne dass der die Jungen doch missbraucht hat, auch wenn die nichts davon gemerkt haben. Und das ist jetzt ein Beispiel. Und das gab es schon oft so, dass jemand gefilmt hat. Aber hier haben wir es jetzt auch noch mal mit dem Fußballtrainer. Und dass ich, also vor kurzem das gesehen, vielleicht war es der Artikel, ich weiß es nicht, aber dann war mir es, da hat mich das erinnert. Das ist wieder ein Fall. Leute, so wie, erinnert euch an die Escher Dekree, es geht nur auf, wenn, schaut euch von mir aus den Dings an, den Dings nochmal vom Insolito. Und dann denkt euch, versteht ihr, es geht nicht anders auf, wenn dieses Mädchen vom Täter ein Handy bekommen hat. Versteht ihr? Es geht nicht anders auf, als dass nachts in ihrem Haierbettchen es vibriert hat und das Mädchen schaut. Entweder hat sie leise mit ihm gesprochen oder sie hat mit ihm getextet. Nur dann geht es auf. Und schaut euch an, was die Menschheit ohne mich mit diesem Fall macht. Was für ein Scheißdreck. Und fallt noch nicht auf die Knie heute wegen diesem Fall. Aber wenn ich recht habe, dann fallt auf die Knie als Menschheit. Weil nur dann habt ihr es verstanden. Ihr seid von meinem Scharfsinn abhängig als Menschheit. Ja. Weil ihr habt diesen Scharfsinn nicht. Aber ihr bräuchtet ihn, weil ihr Teufeln und Verbrechern in den Untergang folgt. Ihr braucht meine Führung auf der Weltebene. So. Okay. Also. Und das ist es, das ist jetzt eben, das war jetzt was zu diesem, das ist das, was mir jetzt so vorgeschwebt hat, was ich noch sagen wollte. Ich könnte mir vorstellen, dass ich jetzt das Video veröffentliche und gar kein so. Also ich habe mir ja schon oft wirklich meine Dings, wenn man sich meine Dings so anschaut, meine Videos und vor allem also meine Bilder, da sind ja immer wieder auch Leistungen drin. Also das manchmal ist originell oder irgendwie. Oder und ein gewisser Aufwand und eine gewisse, ich denke mir was dabei, was ich da mache mit meinen Titeln oft. Aber ich könnte mir auch vorstellen, jetzt das Video mal erstmal so irgendwie zu veröffentlichen, ohne. Weil, na, jetzt bekommt's, wenn ich jetzt einen tollen Titel mache, schreibe ich was von Lina, schreibe ich was von Rupperswil, schreibe ich was von der Escher Dekree oder irgendwas, könnte ich jetzt irgendwie noch ein paar mehr Abonnenten sagen, was, scheiß Abonnenten, noch ein paar mehr Dingsbums, ja, Aufrufe, aber, versteht ihr? Mein Anspruch sind Milliarden auf
Abonnenten und Billionen, Billionen Aufrufe. Deshalb, das ist alles unter meinem Niveau. Das ist alles lächerlich, was die bei Hansl. Ich kann auf dieser Ebene, versteht ihr, zu denken, jetzt habe ich 1500 Abonnenten oder 1540 oder was, 45 oder so, oh, ich könnte ja auch auf 1600 kommen, oder das ist alles unter meinem Niveau, das ist alles, die Zeit, in der ich lebe, ist surreal, das ist alles ein Witz, das ist alles lächerlich, unter einer Milliarde, versteht ihr, es hat kein anderer YouTuber auf diesem Planeten hat eine Milliarde. Ein paar hundert Millionen, das gibt's. Aber schon eine Milliarde, das hat niemand. Ich kann mich nicht auf einer Ebene mit anderen bewegen. Das geht nicht, versteht ihr? Und wenn ich ein paar Millionen hätte, das wäre nicht angemessen. Das ist ein Witz. Das ist unter einer Milliarde ist alles eine Beleidigung. Es ist alles ein Witz. Das ist alles surreal. Also deshalb, es kann gar keine normale Entwicklung geben. Es kann hier nur ein plötzliches Wunder Gottes geben, wonach alles explodiert im Positiven, sage ich mal. Das Einzige, was ich als eine realitätskonforme Entwicklung oder irgendwas ansehen kann, ist eine Explosion, eine positive Explosion der Abonnenten. Aber man kann hier nicht von einem Wachstum reden. Schon der Gedanke, dass es ausgehend von 1540 Abonnenten ein Wachstum geben könnte, das ist beleidigt, das ist wie eine Beleidigung irgendwie. Es kann, sage ich mal, von einer Milliarde auf 2 Milliarden, 3 Milliarden, 4 Milliarden wachsen, gut. Aber wie gesagt, alles unter einer Milliarde ist sowieso, das bin nicht ich, das ist dann irgendwie, das ist ein Irrtum, das ist eine Menschheit, die im Irrtum lebt, die noch gar nichts verstanden hat. Eine Explosion, wo es rasend schnell auf über eine Milliarde hochschießt, das ist das Einzige, was nicht surreal wäre. Ja. Okay, also und deshalb ist es, ob ich jetzt ein tolles Bildchen mache und ein paar mehr Leute und 100 Leute mehr aufrufen oder ich sag mal, mir macht es auch Spaß, aber jetzt habe ich gerade keine Zeit dazu. Aber ich will das Video jetzt doch mal einfach veröffentlichen. Und jetzt denke ich, bekommt es vielleicht einfach mal so einen Zwischentitel. Mache ich doch einfach. Zwischentitel, Fragezeichen, okay. So wie ich es gerade gesagt habe, Zwischentitel, okay. So, und dann kann das hier, steht ja, dann, das ist dann, wer sich dann dieses Video ganz anschaut, sage ich mal. Das ist irgendwie, das, wie soll man das dann sagen, das ist dann vielleicht
eine Gnade Gottes oder so ein kleines Wunder, weil normalerweise wird euch vom Teufel ins Hirn geschissen, dass ihr meine genialen Gedanken gar nicht irgendwie, ja, dass ihr davon abgehalten werdet oder so. Und wenn es euch überhaupt möglich war, dieses Video anzusehen, dann seid ihr schon irgendwie Begnadete. Zwischentitel. Zwischentitel, Fragezeichen. Und jetzt, So, ich mache es doch mal so. Zwischentitel, Das kapiert jetzt erstmal keiner. Erst wenn er sich das Video angesehen hat, dann kapiert er es. Aber viele werden es gar nicht ansehen. Die denken, was ist jetzt mit dem wieder los? Und mir ist es jetzt scheißegal. Stell dir, ich habe keinen, weil ich habe ja von der Zeitenwende geredet. Versteht ihr? Von der Zeitenwende. Und das ist auch etwas Mystisches. Versteht ihr? Ihr werdet, wie gesagt, der Teufel darf euch ins Hirn scheißen. Und ihr werdet von meinen Weisheiten abgehalten. Und das, so funktioniert es auch. Und es wird eine Zeit kommen, damit rechne ich, dass es praktisch anders, dass andere Gesetzmäßigkeiten gelten. Und dann werden Sachen, wenn ich damit recht habe, dann werden Sachen passieren, die werden dafür sorgen, dass ihr das, was ich zu sagen habe, mehr beachtet. Aber das ist etwas, das kann ich nicht herbeiführen. So, also, Zwischentitel, das sagt nichts aus. Und solange man das Video nicht gesehen hat, und ich will es einfach nochmal ganz klar machen, ich habe total aufgegeben, euch Idiotengesellschaft irgendwie auf normalem Weg zu erreichen. Ihr seid vom Teufel ins Hirn geschissen und es meine Hoffnung ist, dass wie bei der Rehabilitation von Josef, auf die ich warte, mein Leben seit 1994, dass wie da, als das beim biblischen Josef, als Gott sein Schicksal gewendet hat, dass eine neue Zeit beginnt, und dann, und das, was dann kommen würde, wenn es so wäre, das kann ich vorher mit nichts erreichen. Mit nichts. Ich bin eurer Dummheit ausgeliefert, eurer Ignoranz. Und ich kann mich noch so bemühen, euch Idioten ist vom Teufel ins Hirn geschissen. Gott erlaubt es, dass und da ist es einfach, die Verblendung beherrscht den Planet und jetzt schauen wir mal, wie lange noch. Und ja, ich habe keine Garantie, dass es aufgeht, wie ich mir's erhoffe, aber ja, das ist einfach so, erhoffe ich mir's,
so halte ich es für möglich, dass sich das auf grundlegende Weise ändert. Und ja, ich halte es für möglich, dass sich dann eines Tages mehrere Milliarden Zuschauer haben werde. Mehrere Milliarden. Ob ich dann noch bei YouTube mich bewege, das wird man sehen. Auf jeden Fall wird YouTube enteignet werden müssen. Und die haben ihren Dings verwirkt. Was heißt enteignet? Eine gewisse gewisse Besitzrechtsgeschichten, da wird man dann, sage ich mal, gegenrechnen müssen, was YouTube für Schaden angerichtet hat und so weiter. Ob da noch irgendwie was übrig bleibt, wird man, oder ob es eher Schulden ins Negative sich bewegt, das wird man sehen, ja. Aber ja, gut, soweit dazu.